Hallo und willkommen zu einem weiteren Hardware-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute den zweiten Teil meiner Pimp My PC-Folge von letzter Woche. Heute kommt endlich der Timelapse-Bit dran. Und da freue ich mich doch ganz besonders, denn bei solchen Videos bin ich immer ein bisschen auf meinen Freundes- und Bekanntenkreis angewiesen. Und diesmal habe ich von dem Arbeitskollegen diesen Rechner aus dem Jahr 2017 von dem Komplett-PC-Hersteller von Megaport umgerüstet auf dieses hübsche Schmuckstück. Dem einen oder anderen wird es vielleicht direkt schon auffallen, hey, hier sieht's recht dunkel aus, hier leuchtet wahrscheinlich nichts. Genau, richtig gesehen, der PC ist komplett in Schwarz gehalten. Aber trotzdem hat der Tower eine Glasscheibe. Und ich will in der Einleitung euch gar nicht so viel Screentime geben vom neuen PC. Das solltet ihr ja am Ende des Videos euch nochmal kurz angucken können. Jetzt schauen wir erstmal noch so ein bisschen auf das alte System. Ja, kleine Staubschicht ist hier drauf, obwohl ich schon ein bisschen rausgewischt habe. Wir werden einige Komponenten aus dem alten System fürs neue weiterverwenden. Wenn ihr gerne mal mehr wissen wollt, welche Komponenten im Detail verbaut werden, wieder oder welche hier auch drin sind, dann gerne jetzt oben in der Infobox kommt das Aufstellungsvideo von letzter Woche. Der Rechner ist wieder fit gemacht fürs Jahr 2022 und nächste Woche wird es dann auch ein Benchmark-Video zum System geben, nicht zu dem, zum neuen Rechner, den wir uns gleich anschauen werden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt schon mal direkt hier in der Ecke den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Ich weiß aus sicherer Quelle von meinem Arbeitskollegen, dass dieser Rechner richtig schnell ist. Wir werden uns gleich anschauen, welche CPU verbaut ist und was sonst noch so alles reinkommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Timelapse-Bild und am Ende vom Video sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder.
kein RGB im System. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sakrileg, verflixt und zugenäht. Sowas gibt's doch nicht im Jahr 2022, einen PC ohne Bling-Bling-Zeug zu bauen. Ja doch, kann wirklich sein, mein Arbeitskollege steht überhaupt nicht auf dieses ganze Geblinke. Deswegen ist es ein komplett schwarzer, dunkler Rechner geworden. Das Gehäuse, hatte ich in der Einleitung schon gesagt, hat ein Glasfenster. Ist nicht so schlimm, kann er wenigstens am Tag mal, wenn die Sonne drauf scheint, mal reinschauen. Und dann macht der Rechner vielleicht auch ganz schön was her. Dieses schlichte schwarze Design hat auf alle Fälle was. Und wenn die Glasscheibe noch davor ist, sieht das auch schon sehr elegant aus. Jetzt nochmal ein ganz kleines Sorry hier für dieses Blinkern. Ja, der Bildschirm ist ein bisschen älter und ja, deswegen habt ihr hier so ein kleines Flickern drauf. Sorry dafür, ist ja auch gleich vorbei, das Video. Von solchen Timelapse-Bild-Videos wie diesem PC hier hatte ich schon einiges auf meinem Kanal hochgeladen. Da verlinke ich euch jetzt nochmal oben in der Infobox ein, zwei Videos. Da ist schon einiges Spannendes dabei. Auch von Wasserkühlungen, von PCs und von meinen Rechnern mit Wasserkühlungen hatte ich schon einiges hochgeladen. Da ist jede Menge spannendes Zeug dabei und da wird es auch noch gleich am Ende von dem Video hier. Hier oben, hier und da drüben dann noch ein paar Videovorschläge geben. Stöbert ruhig mal, würde ich mich auf alle Fälle riesig drüber freuen. Und wenn ihr dem Video noch einen Daumen hoch gebt und eben den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert, verpasst das definitiv nicht. Das Benchmark-Video, was ich in der Einleitung euch schon gesagt habe. Nächste Woche ist es soweit. Dann können wir mal schauen, wie viel mit einem Ryzen 7 5800X 3D und der RTX 2080 in aktuellen Games alles noch so auf dem Bildschirm an FPS zaubern kann. Lasst euch mal überraschen. Bis nächsten Samstag. Macht's schön gut und ciao.